Und damit seid ihr gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Netztest. Wir spielen Cross Tale der Ebbing. Während der Gamescom-Woche in der, ich glaube, Indie-Arena als Demo-Version dargestellt. Ich würde es mal als extra Let's Play, jetzt extra Let's Test als Video aufnehmen. Ich will es aus dem ganzen Pulk der Spiele, die ich in den Gamescom-Streams gespielt habe, raushalten und das extra aufnehmen und als extra Let's Test machen. Weil großartiges Spiel, hoffentlich. Das Vorspiel, dazu habe ich schon, Vorspiel klingt sehr falsch, das Prequel, wenn man so will, dazu habe ich schon, den ersten Teil habe ich schon gespielt, als letztes, das Let's Play nicht, aber als letztes, der erste Teil davon heißt Totgeschrieben, Bavarian Tale. Das ist genau das von den Entwicklern, die das gemacht haben. Sozusagen der zweite Teil zu Totgeschrieben. Und die Demo-Version von Totgeschrieben, die fand ich schon großartig. Kam ich bisher noch nicht dazu, das als Display zu spielen, aber wenn es nur halb so gut wird wie Totgeschrieben, dann kann es nur genial sein. Wie ich das gesehen habe, hier steht auch Crystal Tale. Es spielt wohl, lass mich lügen, in Hamburg, aber zumindest in, diesmal nicht in Bayern, sondern im Norden. Wir werden sehen. Ich würde mal sagen, ich starte ein neues Spiel. Schauen wir mal rein. Schmidt, als kleines Schmankerl, für die erfolgreiche Durchsetzung einer umfangreichen externen Aktenprüfung innerhalb unseres Ministeriums ihrerseits, verpflichte ich Sie nun, für Sie notwendigen und erholsamen Urlaub. Also legen Sie die Beine hoch, halten Sie die Füße still. Mit den großkopferten Herren der Aktenprüfung wird sich Ihr Vorgesetzter herumschlagen. Und der, wie Ihnen sicherlich bewusst ist, bin immer noch ich. Erholen Sie sich ausgiebig. Das ist ein Befehl. Gezeichnet. Voila. Ich muss mal die Untertitel ausstellen. Das kann ja wirklich keiner lesen. Kann eh keiner lesen. Es hat ein weißer Strich unten. Okay, wir sind wohl Besowski. Was sonst? Was bei ja? Wir spielen, glaube ich, wieder den Charakter, den wir aus Tod gespielt kennen. Ja. Das ist ein bisschen wackelig und verschwommen. Wird mir gleich wackelig und verschwommen. Werkbank. Frage auf dem Schiff nach, ob jemand ein Mittel gegen Seekrankheit hat. Ah, Seekrankheit. Sorry, dass ich von einem Bayern denke, dass er Alkohol getrunken hat. Das ist ja. Wie komme ich auf die abwegige Idee? Dass da ein Bier zu viel getrunken wurde. Es ist. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist da. Ich habe meine abwegigen Gedanken. Lampe auffüllen. Kurz einmal. Ja, ich glaube, wir sollten mal. Du befindest dich in deiner Schiffskabine. Die Türen scheinen mir weggehen. Die Kabinentür erscheint dir wie das Tor in die heilenden Hände der Medizin. Entgegen deiner tiefsten Erwartungen und Hoffnungen, durch diese Tür tretend einen Weg aus der dich knechtenden Übelkeit und diesem alles umfangenden Schwindel zu finden, zeigt dir die Tür auf ihre ganz eigene Weise, dass ihr dein Befinden herzlich egal ist. Sie klemmt. Na toll. Ein galeertartiger,
Säuerlich-bröckeliger Schwall irgendwas steigt deinen Hals empor. Konfrontiert mit der einen unabdingbaren Wahrheit, der Wahrheit, dass du jetzt die Tür verlassen wirst, entscheidest du dich dazu. Mit Anlauf durch die Tür zu preschen, die Tür mit der großen, bloßen Faust aufzuschlagen, optimalen Winkel zu brechen, um mit einem gezielten Tritt die Tür aus der Verhandlung zu lösen, die Tür übel zu beleidigen. Die Tür zeigt keine Reaktion. Allerdings fühlst du dich durch den Anblick der Türklinke seltsam provoziert. Da Worte nicht zu greifen scheinen, werden Taten folgen müssen. Während die Welt in einem sich drehenden Nebel dein Bewusstsein zerschmettert, fällst du die Entscheidung jetzt, den optimalen Winkel zu brechen, um mit einem gezielten Tritt die Tür aus ihrem Fangen zu lösen. Nur das machen wir. Du weißt, dass dieses Vorhaben deinen Scharfsinn auf eine harte Probe stellen wird. Dennoch beginnt dein benebelter Geist zu rechnen. Glück hat man oder man hat es nicht. Eigentlich muss nur höher gewürfelt werden als die angezeigte Schwierigkeit. Versuch es mal. Siehst du? Läuft doch. Oha. Ein Schnürchen. Und wenn es mal nicht klappt, dann lässt sich das mit Fertigkeitspunkten ausgleichen. Sind die allerdings irgendwann aufgebraucht, dann hast du verloren. Das ist dann Pech. Oh, 20. Let's try it. Beeindruckend schlecht missglückt dein Vorhaben. Die Tür ist zwar offen, aber augenscheinlich gab es Komplikationen. Haben wir vielleicht doch ein Bier zu viel getrunken? Erstens hast du dir irgendwie eine Verletzung zugezogen. Es schmerzt sehr unangenehm. Autsch. Zweitens traf die Tür ein Kind am Kopf, das gerade auf dem Flur spielte und dabei drittens eine Öllampe in der Hand hielt, die ach du Scheiße. Viertens, ach du Scheiße. Infolge deiner dummen Aktion, die ach, du. Nur vor deiner Kabine in Brand gesetzt hat, als sie runter. Große Güte. Deine Sehkrankheit schwindet urplötzlich, als ihr Platz in deinem Kopf von der unabwegigen Realität ersetzt wird, dass das Feuer dich umbringen wird, sofern du hier nicht zügig einen Weg herausfindest. Heilige Scheiße, was haben wir hier verursacht? Oh je, ich bin schon blutig. Das haben wir fantastisch gemacht. Hertha, ich hoffe, du lädst noch. Ich sollte aus dem Fenster hüpfen. Hertha, Mama kommt. Aber irgendwas. Komm, der Wut. Frage auf dem Schiff. Ja, wir müssen hier irgendwie. Wie können wir hier jetzt werden sowas von sterben? Mein Stuhl. Können wir den nehmen? Du musst den Weg finden, dass wir jetzt schon auf die Kabine zurückkommen. Das ist leer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das? Da kommt unten Qualmrot. Haben wir irgendwo noch. Guck noch ein bisschen was drin. Ich sollte eine Sprotte essen. Ich sollte das Feuer mal löschen. Ich verbrenne da gerade draußen. Ist so ein Krug mit Wasser, kann ich den nicht. Wir müssen doch hier irgendwo. Können wir den guten Wein nehmen? Jetzt habe ich aus. Verdammt. Jetzt habe ich aus Spaß gehustet und jetzt wirklich gehustet. Jetzt Reizhusten bekommen. Ach, drück. Oh nee. Passt ja sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Was können wir machen? Du befindest dich in deiner Schiffskabine.
Imperator, um Himmels Willen. Ohne Hilfsmittel gibt es kein Durchkommen durch die Flammen. Ich höre eine Finger. Was wird schon trinken, Leute? Authentisches Kommentar, aber. Bergbank. Nö. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo. Ach, der Schau. Was willst du mit einer Sprotter? Ein einfacher Hocker. Der Hocker wirkt ausgesprochen simpel verarbeitet. Obwohl um dich herum alles in Flammen aufgeht, kannst du dir einen Gedanken nicht verkneifen. Also ein bayerischer Schreinermeister hat damit die Sicherheit besser gearbeitet. Ach, mein liebes Bayern, du fließt mir jetzt schon. Langsam, aber sicher vertreibt die steigende Hitze deine Gedanken. Allerdings setzt eine ursprüngliche, tief sitzende Todesangst ein. Die Hocker kaputtschlagen und dabei den bayerischen Schreinern für ihre herausragende Weltskunst danken. Vielleicht können wir damit das Fenster zerstören. Natürlich nicht. Mit der kompromisslosen Härte des bayerischen Beamtentums versuchst du, den Hocker unter deiner Faust zerschellen zu lassen. Doch die norddeutsche Handwerkskunst zeigt sich von ihrer besten Seite, massiv und ohne Schnörkel. Zwar bricht ein Stuhlbein ab, das du perfekt zum Einschlagen von Gegenständen nutzen kannst, aber ebenso löst sich auch ein massiver Splitter aus dem Holz und durchbohrt deine Hand. Unschön. Unschön ist, glaube ich, das richtige Wort. Unter ersten Auswirkungen des Kohlenmonoxids erscheint dir für einen Moment der absurde Gedanke, dass der Hocker sich für deinen abwertenden Gedanken gerecht haben könnte. Da bin ich mal ein Stuhlbein. Wir lassen sie dann einfach sterben, oder wie? Haben wir jetzt ein Stuhlbein im Inventar? Und wir sind mit einer Spotter. Nutze Stuhlbein mit Scheibe. Okay, jetzt haben wir einen Eimer. Können wir damit eventuell. Im Eimer Wasser holen und ich habe keine Ahnung, wie ich hier nutzt denn das Stuhlbein jetzt das eventuell hier die Scheibe donnern. Ich habe keine Ahnung. Ich bin durch Sachen kann Sachen schlagen. Wenn es irgendwie ausrüsten, kannst du wegwerfen. Feuer löschen. Ich hab doch keine Idee. Störung. Fantastisch. Warum jetzt in Sprotte? Oh nee. Ich glaube, ich sollte mal neu laden. Ich schaff's ja hier nicht, eh nicht raus. Du befindest dich in deiner Schiffskabine.
Die Kabinentür erscheint dir wie das Tor in die heilenden Hände der Medizin. Entgegen deiner tiefsten Erwartungen und Hoffnungen, durch diese Tür tretend einen Weg aus der dich knechtenden Übelkeit und diesem alles umfangenden Schwindel zu finden, zeigt dir die Tür auf ihre ganz eigene Weise, dass ihr dein Befinden herzlich egal ist. Sie klemmt. Ein galeertartiger, säuerlich bröckeliger Schwall irgendwas steigt deinen Hals empor. Konfrontiert mit der einen unabdingbaren Wahrheit, der Wahrheit, dass du jetzt die Tür verlassen wirst, entscheidest du dich dazu. Das führt doch alles dazu, oder? Du weißt, dass dieses Vorhaben deine Wendigkeit auf eine harte Probe stellen wird. Dennoch nimmst du Anlauf. Glück hat man oder man hat es nicht. Eigentlich muss nur höher gewürfelt werden als die angezeigte Schwierigkeit. Versuch es mal. Siehst du? Ich schaffe es ja diesmal. Hier im Schnürchen. Und wenn es mal nicht klappt, dann lässt sich das mit Fertigkeitspunkten ausgleichen. Sind die allerdings irgendwann aufgebraucht, dann hast du verloren. Das ist dann Pech. Na komm bitte. Oh, Erfolg. Mit beeindruckender Präzision fährst du dein Vorhaben zu Ende. Es hat geklappt. Die Tür ist auf. Ach, verdammt. Du bemerkst allerdings, dass noch etwas auf ist. Nämlich die Stirn des Kindes, das gerade noch vor deiner Kabinentür gespielt hat. Etwas dämmert dir. Allerdings ist deine Vision in Nebel gehüllt. Oh, es ist gar kein Nebel. Es ist Qualm. Qualm, der aus den Flammen emporsteigt, die sich auf dem Teppich vor deiner Kabine ausbreiten. Ich hab doch keine Ahnung, das Kind eine Öllampe in der Hand hatte. Deine Sehkrankheit schwindet urplötzlich, als ihr Platz in deinem Kopf von der unabwegigen Realität ersetzt wird, dass das Feuer dich umbringen wird, sofern du hier nicht zügig einen Weg herausfindest. Ich löfte dich. Naja, fantastisch. Was sollen wir jetzt machen? Oh, hier haben wir etwas. Ich weiß nicht, wie man Sachen benutzt. Metallsäge. Das ist doch mal was. Schrank öffnen. Der Schrank ist. Dann würfeln wir mal. Oh, verdammt. Na komm. Die Tatsache, dass gerade im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte brennt, lässt es leider nicht zu, dass du dir die Zeit nimmst, einen alten Schrank zu durchsuchen. Auf den ersten Blick wird dir allerdings klar, dass du hier nichts Hilfreiches findest. Ich hätte vielleicht was geholfen. Jetzt erstmal essen. Das ist ein Buch. Das wird's helfen. Auf dem Regal entdeckst du ein altes Buch. Es trägt den Titel Gefahren der Seefahrt und wurde von einem gewissen Knutbert Knutzen geschrieben. Natürlich. Das Werk strotzt vor Überheblichkeit, Selbstverliebtheit und Arroganz. Für einen Moment denkst du dir,
Aber dieser Gedanke schwindet, als dir die steigende Raumtemperatur wieder vor Augen führt, dass es ja gerade brennt und du zu sterben drohst. Im hinteren Teil des Buches ragen einige Zettel zwischen den Seiten hervor. Augenscheinlich handelt es sich um eine Sammlung verschiedenster Baupläne und Rezepte, die dem Werklosen beigelegt wurden. Ein Rezept sticht dir besonders ins Auge: die Seil-Eimer-Kombination. Du denkst dir. Immer gebraucht, ne? Werkbank. Haben wir noch nicht. Merkwürdig. Spotter am Arsch. Na komm. Ein einfacher Hocker. Der Hocker wirkt aus. Langsam, aber sicher. So, schaffe ich es vielleicht diesmal. Wenn es egal, wir schaffen es gegen jeden Stuhlbein. Wow, das war sehr gut. Erfolg. Mit der kompromisslosen Härte des bayerischen Beamtentums lässt du den Hocker unter deiner Faust zerschellen. Ein Stuhlbein liegt vor dir, der perfekte Gegenstand, um damit etwas einzuschlagen. Und kein Spielzeug. Yay. Können wir damit vielleicht jetzt... Das Fenster der Kabine ist von außen mit Kisten versperrt. Dickes Glas füllt den Rahmen. Die Scheibe zersplittert und der Weg nach draußen ist theoretisch frei. Allerdings ist praktisch kein Platz für einen Körper, da fast alles mit Kisten zugestellt wurde. Rausklettern ist keine Option, doch das Wasser ist zum Greifen nah. Mit einem Hilfsmittel könntest du den Fluss erreichen. Das Fenster der Kabine ist von außen mit Kisten versperrt. Können wir jetzt endlich mal das Rezept erst erlernen? Muss das immer nur auswählen und dann Rezept lernen kriegen. Aha. Rezept für Krabbenbrötchen. Ah ja. Das ist ein Krabbenbrötchen. Bohnenseil, Kümmernseil, ja. Guide that goat, mein Dian. Stehst du mit dem Kopf vom Weg? Peter, ich hoffe, du lebst noch. Ich löse das nicht. Ist etwas. Ach, der Sau. Hertha, um Himmels Willen. Die arme Hertha. Kann ich das Goat mein Dian? Oh nee, was passiert hier denn? Bettdecke. Die Bettdecke liegt auf dem Bett. An einigen Stellen zeichnen sich ominöse Flecken ab. Der schiere Dreck selbst. Vielleicht kann man da irgendwie ein Seil draus gewinnen. Läuft hier gut. Scharfsinnig. Glück gehabt. Oh je. Die Flecken sind eindeutig nicht von dir, da der Dreck schon viel zu alt und verkrustet ist. Das hat also letzte Nacht so an deiner Wange gescheuert. Und vielleicht erklärt sich so auch dieses Etwas, das du beim Zähneputzen aus deinem Zahnzwischenraum entdeckst. Ekelhaft. Es erschließt sich kein weiterer Nutzen für die Decke. Na toll.
Ach, Mann, das ist jetzt überlebenswichtig. Mann, ein Würfelglück. Uff. Als würdest du für nichts anderes leben, als Decken auf Schiffsbetten zu legen, bettet sich der Stoff auf der glatten Matratze wie feinster süßer Senf neben einer ordentlichen bayerischen Weißwurst. Am Rande der Matratze ragt, bisher unentdeckt, ein Schlüssel hervor. Den muss wohl jemand hier vergessen haben. Du greifst dir den Schlüssel und steckst ihn in deine Tasche. Den fahren wir nicht, aber wir haben Schlüssel. Fantastisch. Könnten wir die Tür aufmachen, wenn wir jetzt... Was da nicht schon zu spät für wäre. Ist der für die Tür oder was? Vielleicht hier. Vor dir steht eine Kiste. An ihr hängt ein Schloss. Du steckst den Schlüssel in das Schloss. Hier ist der Kerl, da ist kein Seil drin. Oh, ein Seil. Ich hätte noch alles nehmen können, aber was so ist. Das Fenster der Kabine ist von außen mit Kisten versperrt. Die zerbrochene Scheibe hängt in Teilen im Rahmen. Deine Hände ragen, den Eimer haltend, aus dem zerborstenen Fenster. Ach du Scheiß, das dürfen wir uns nicht verkacken. Es fängt ja schon zu baden. Aha. Na komm. Am Arsch, ey. Du holst Schwung und... Versagt. Deine Hände ragen, den Eimer haltend, aus dem... Ja, zum Glück können wir es nochmal versuchen. Ich dachte, wir hätten den Eimer jetzt ins Wasser geworfen und sind tot. Es hat geklappt. Du hast einen Eimer Wasser. Das Wasser sollte reichen, um das Feuer zu löschen. Du befindest dich in deiner Schiffskabine. Ohne Hilfsmittel gibt es kein Durchkommen durch die Flammen. Das Wasser aus dem Eimer trinken, das wir ausbringen können. Nur ein Mensch, der den Abgrund der Seele gesehen hat, würde diesem seltsamen Versuch folgen. Du scheinst solch ein Mensch zu sein. Und deshalb handelst du. Kompromisslos. Ohne mit der Wimper zu zucken, trinkst du 5 Liter grünliches Wasser. Etwas, das im besten Fall schlammiges und verklumptes braunes Gras war, passiert deine Zahnreihen und findet seinen Weg durch deine Speiseröhre. Du fühlst, wie deine Blase ihr Limit erreicht und sich ein bombastischer Druck aufbaut. Es ist an der Zeit, ein Held zu werden. Jetzt pinkeln wir das Mädchen noch an, was da drauf. Oh Gott. Das ist so kritische Scheiße, was hier läuft. Ach du Scheiße. Du hast deine Fähigkeiten bei weitem überschätzt. Doch immer gezeichnet von der Seekrankheit, schaukelst du umher und triffst alles um dich herum, aber nur in kleinsten Teilen das Feuer. Vollkommen desorientiert und befreit jeglicher Ehre stehst du vor den Scherben bzw. Pfützen deiner Taten. Deine Hände umklammern den leeren Eimer, an dessen Grund ein toter Fisch liegt. Vielleicht liegt genau da der Fehler und du hättest deine Hände in diesem Moment zu anderen Zwecken einsetzen sollen. Lektion gelernt. Während du selbst nicht fassen kannst, was du da eigentlich gerade getan hast, verschwinden die Flammen vor dir in einer ekelhaft stinkenden Dampfwolke. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Aber hier bemerkst du, dass es vielleicht einen Schritt zu weit ging. Schäme dich nicht. Schiebe die Schuld auf die Rauchgasvergiftung. Das war die Rauchgasvergiftung.
Und das Bier, was man vorher getrunken kann. Ja, nun. Das Fenster der Kabine ist von außen mit Kisten. Die zerbrochene Scheibe hängt in Teilen im Rahmen. Das Fenster der Kabine ist von außen. Können wir jetzt mal durch die Tür? Ja, können wir. Aber zum Mädchen gehen. Oh Gott. Nehmen wir noch ein bisschen Essen mit. Das gehört doch nicht euch. Vor dir steht jetzt wir noch einen auf die Fresse. Frau. So, Minium. Nun bin ich mal gespannt, wie du da Ruth rennen, wo du meine Tochter so heimlich angegriffen hast. Du musst dich konzentrieren. Es ist äußerst wichtig, dass du positiv stimmst. Ein Fehler könnte fatale Folgen haben. Und Lodi, noch 1,16. Mein Mann ist Polizist in Hofstedt und wenn der mitkriegt, was du gesehen Leif Tochter anderen hast, dann überlegt er sich das wahrscheinlich nicht zweimal, ob er hier die erst in Karls mit oder direkt und warten gräbt. Wenn du kein bluttoller Kinderklopper wirst, dann wär ich ja fast beeindruckt, dass du ihren Namen kennst. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass du ja mit voller Kraft den Dörn im Gesicht melden hast. Skurriler Typ. Ich denke, dass alles genauso kommen musste. Es ist das Schicksal der Fügung des Universums. Ich werde Ihnen erklären, wieso das so ist. Harter Typ, Sie halten jetzt mal Ihr überhebliches Maul und hören mir zu. Intelligenter Typ, ich schlage vor, dass Sie sich meinen Standpunkt anhören, damit sich Ihnen das Geschehene hier zerschließt. Wie schön versuchst du zumindest die Tau erklären. Na los, laut mal hören. Während die Mutter wütend und fragend vor dir steht, bemerkst du im Augenwinkel, dass das Kind sich rührt. Oh, Kacke. Wir sind so am Arsch. Dir fällt nichts auf. Die grünliche Gesichtsfarbe und die vereinzelten Brocken, die aus dem Mund des Kindes fallen, machen keinen Unterschied zu deinem eigenen Befinden. Es scheint, mit einem Geräusch, das im Süden als klassisch oktoberfestlich klassifiziert wäre, übergibt das Kind seinen Mageninhalt an die Schuhe seiner Mutter. Na toll, Hertha. Das ist ja toll hinkriegen. Das ist eins deine Schuld, Junge. Hätte ich gewusst, dass ihr Kind auf dem Flur befindet, hätte ich meine Nöte zurückgestellt. Wollte bloß Hilfe, dass es mir selbst gerade schlecht geht. Es war alles ein unglücklicher Zufall. Ich merke, dass ihr euch zumindest bemüht. Ausstrahlung. Ich verlange im Namen des Innenministeriums Geld von Ihnen. Jetzt schade, dass es mit dem Fall jetzt dieses Brandanschlag das Leben eines bayerischen Namen. Oh je. Das Zeichen meiner Wiedergutmachung möchte ich diesen ersten Herzen schön. Ich habe es wirklich nicht gewollt. Oh Gott. Es ist noch Würfel. Es geht schief. Oh, noch nicht. Oh. Na komm. Puh. Das war den Schaden in den Hart, was meine Tochter nicht ganz behäven können. Aber man dankt die. Okay, Leute, wie das also ist, ich glaube schon, wenn sie sich das eins keine Absicht wäre, dann versorge ich nur mal meinen Härter, und sie sich schon, was immer so brut. Meld die Bienen Kapitän, der wird sich um all die anderen Sorgen kümmern. Ach so, was hätte ich das vergelten? Und ich will ehrlich sein, ich wäre froh, wenn das so wäre. Was von dem wird das mit der Butter gucken? Und? Na, du weißt schon, den Korte Problemken, so was geht absolut nicht. Du hast einen Anblick. Ist nur der Gedanken, Dale, von meiner Zukunft. Bauchgefühl in der Not sitzt die Rationalität aus. Lassen wir es einfach dabei, tut mir leid. Oh je. Total verschissen. Oh, na komm. Oh, das kann auch klappen. Natürlich nicht. Nee, Minion, so einfach ist das nicht. Ich seh dich nur, wie das löppt. Schuld ist uns für das Leben ihm gefallen. Und wenn du nicht inholen wart, dann geht der Wahrheit an Dach. Mit dahin blieb wie erstmal still. Wir können mich hier nochmal nachtreten.
Nee. So scheiße sind wir gar nicht. Erstmal mit der wenigen kotzen. Der Schiffsjunge steht an der Treppe zum mittleren Deck. Ein Junge ist das wohl nicht mehr. Moin, mein Freund. Ich bin Ayo. Ayo Clemens. Ich glaube, dass ich mich sie verliebt habe. Später schon was vor. Oh, da können sich aber ganz just ändern, mein Freund. Hättest du mich mitkriegen, dass hier fast ein halbes Schiff am Brennen wäre? Völlig komisch. Den, der da passiert ist, der sieht fast so aus, als du. Zumindest habe ich so einen Jack an. Hab ich an Fenster sehen. Das sagt Dorut. Lustig, ne? Vielleicht könnten wir uns ja gemeinsam als Prinz mal ankicken, wie der Junge, der dann overkam ist, später von Kapitän Kroge Plattung war. Gib mir mal bitte eine Zigarette. Ach Mensch, das ist ja schade. Der hätte ich ja wohl den letzten knapp verpasst, oder? Zumindest röst du ganz ordentlich nach Qualm. Da sie mich augenscheinlich einschüchtern wollen, sage ich ihnen, dass die volle Härte des Gesetzes auf sie einschlagen wird. So ein Verhalten gegenüber ins Mittag, weil das Innenministeriums wird zu keiner Zeit geduldet. Man irren sich, riecht nicht nach Qualm. Wahrscheinlich sind sie einfach verrückt. Wenn ich hier eins und eins zusammenziehe, dann wirkt es mir den Anschein, dass sie irgendwas vorhaben, das in hinterhältige Absprache bringt. Pass auf, mein Freund, der Sack ist hell einfach. Ich will ganz genau, dass du das wirst mit dir für. Und ich will auch ganz genau, dass das der Captain nicht gut finden wird. Und wenn ich gut finden, meine ich, dass der sich komplett vergessen wird. Der ist völlig wahnsinnig. Wenn der Dörfer mitkriegt, dann wird er dein Leben dürftig verändern, wenn du verstanden hast, was ich meine. Dem ist nicht wichtig, wer oder was du bist. Den kann bloß hart und verachten. Oh ne, und auf Fünden. Ich will dir auch bloß helfen. In Hand wäscht die andere. Man kennt das. Ich seh to, dass du unter das Schwierigkeiten gut kommst und du tust mir da auch irgendeinen Fallen für. Hör to, bevor du endgültig benutzt. Das Töverwort hält Informationen. Nimm dir mal an, dass du dem Captain bloß vertellst, Scholz, dass wir uns vor 2 Stunden an Unterdeck begegnet sind und uns vor knapp einer halben Stunde unterholen habt. Das wär all. Dann wären wir beiden für ihn gut. Weil ein Feueranguide weg, bloß vertellen, dass uns Cook der Emil Barkhoff und versehen Kerzen umschoben hat. Der passiert ständig so ein Ding. Und übrigens ist der so was wie ein Sünd vom Captain. Dem würde niemand was tun, sonst wenn er den Mutter für den Captain totschlagen wäre. Der Emil, der ist eben bitten was. Naja, so nass. Na, was sechste? Na dann. Dank dir, mein Freund. Ging sinnvoll. Wir werden eine halbe Stunde mit ihm unter dem Deck. Alles klar. Da will ich nicht hin. Moin, wie geht's denn? Gut, Sim? Jo, muss ich heute. Ja, ansonsten. Hier gibt's Untertitel. Das würde ich das Bayerische auch nicht verstehen. Ist echt wieder so wie ein erstes Ideal. Im Hafstein ankommen können. Immer auf zur Brücke. Aber Mutter! Kein Aber. Wenn die Mutter dir sagt, ist das der Captain? Eigentlich ist das der Steuermann. Ein Mann von beeindruckender Statur steht am Steuerrad. Moin! Was ist da denn? Bist du in Nutland oder was? Do you speak English? I am the Hermann Piepenbrink. Bei uns im Norden sagt man Moin. Da bedeutet sowas das gut da. Aha. Jo, da kann ja sehen. Ändert aber nix. Wie sagt Moin? Wo kommst du her? Gesundheit. Brauchst du einen Lappen? Ja, ich habe nicht genießt, wenn wir Bayern die schöne Stadt München. Ich meine München. So, bist du in Bayern oder was?
Denn ich bin die Königin des Wolkenlandes. Und ich bin nicht Bayer. Das tut mir leid. Dass du ein Bayer bist, das tut mir leid. Man geht da, hast ja nicht selber aussucht, ne? Ich sag dir nur mal, wie das hier läuft. Der muss die nie über erst ein Horsgut geben. Nee, ich bin ja auch ein Herrmann. Doch, doch, das magst du. Aha. Doch. Nein. Doch. Hör mal, Thoros, wenn du so ein ganz schlau bist, dann hast du ja auch kein Problem, mir das hier zu beantworten. Wie sagt man sich hier richtig guten Dach, Bios? Richtig. Du lörst so wie. Und was antwortet man ob Moin? Richtig. Und dann? Nee, das ist verkehrt. Wenn du die Öne holen wollt, dann sagst du Moin Moin. Nächste Frau. Grünkohl isst man mit? Grünkohl, Kartoffeln, Schinken, Bratwurst, Schmand, Salz und Pfeffer, Blinkgewurst, Bohnen, Zwiebeln, Bauch, Speck, Kartoffeln, Zucker und Pfeffer, Schmalz, Zwiebeln, Blinkgewurst, Bauch, Speck und Avocado, Salz und Pfeffer. Ich würde mal sagen. Verdammt! Gott, du bist ja krank! Das Geflüht, die werde ich für so ein Utzbrach totzlaufen. So, nun mal weg von Aiden. Welche von diesen Inseln hören nicht aus Friesland? Borkum, Jüß, Norderney, Amrum, Baltrum, Langehoek, Spiegelhoek oder Wangehoge. Denk schon den Döfel holen. Das ist natürlich Amrum, du Krabbenfels. Gut, zwei Fragen habe ich noch. Was ist Grog? Der eine kommt, liegst du Klugschäder. Sag mal, was ist Grog? So kriegt das gut. Wie man hier sagt, Rummut, sogar kann und war er brug nicht. Verstanden? Nun kommt der letzte Frage, bevor wir wissen, ob du ein Horst bist. War das Steuerbord, Backbord, Bug und Heck? Ach du Scheiße. Steuerbord ist links, Backbord ist rechts. Bug ist vorne, Heck ist hinten. Steuerbord ist rechts, Backbord ist links, Bug ist vorne. Ach du Scheiße. Ja, eins oder zwei. Verdammt! Dass du hier nicht die Kontrolle oder irgendwas hast, mein Junge. Nun werden wir mal sehen, ob du ein Horst bist. Wie du verwachten, hast du versorgt. Versorgt, hast bloß wie der Horst versagt. Du bist ein falsche Bewegung. Ein Winkel zu füll und das Schiff scheitert. Er ist ein sehr fauler Löwen an Alkohol. Der Bürger hat uns all einige von dem besten Schiff und Seefahrer kost. So, seht ho! Jo, Horst, dafür geil du Ton Captain, da kann ich nix mucken. Der Kapitän steigt doch achtern an Heck, der will noch mal eben Kräfte sammeln, bevor ihr Glicks Cruises Eck mäßert. Soll ja keiner merken, wie unbeschrieflich gefährlich das ist. Ja. Captain. Der Kapitän steht am Heck des Oberdecks und schaut in die Ferne. Moin. Hör mal. Was soll gerade auf den Piepen bringen, oder? Bist du über den neuen Ehrenhorst oder was? Wenn du snacken willst, müssen wir doch nur wissen, was er wirklich hat. Was gibt er denn, Horst? Und sie offen die Ehrenhorst Schwachsinn, wie wäre es, wenn wir uns wie richtige Männer unterhalten und nicht wie Kleinkinder. Ich bin nur, was immer sie sagen, aber seien sie dann bitte auch kurz, was ich sage. Ich sage, sie sind mein Felsen der Brandung in harten Zeiten. Lustige Titel sind in meinen Augen nur Zuweisungen und Vorurteilen und dienen keiner realistischen Beurteilung eines Individuums. In der Zeit werden sie schon merken, was sie an mir haben. Ich verstehe nichts von dem, was du da gerade sagst. Erzähl mal, was sind deine Probleme? Erwartungsvoll schaut der Kapitän dich an. Ich frage mal mit meinen
Fangen wir mal mit meinem größten Problem an. So dermaßen seekrank, dass ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Ach, das ist auch kein Problem. Weil du brauchst mir, Jung. Ist ein Lütten. Jo, nur ein Schnaps. Der Kapitän zieht eine Flasche klaren Alkohol aus der Tasche. Ohne einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, was genau in dieser Flasche ist, trinkst du einen großen Schluck. Ja, juckt doch nicht. Als Bär ist man Alkoholiker. Ein unbeschreibliches Gefühl durchströmt dich. Es ist nicht das Gefühl von Erleichterung, sondern eher das Gefühl eines sich zersetzenden Körpers, der sich von innen heraus selbst zerstört. Ich sag das mal so. Mindestens siehst du noch nicht mehr seeklang gut. Jung, es gibt genau zwei Sorgen, die einen Seemann an den Leben holen. Harten Alkohol und die Weber. Aber dafür gibt es auch zwei Sorgen, die ihren Seemann umbringen können. Harten Alkohol und die Weber. Gut, was gibt es noch für Probleme? Das wäre nur Kleinkram. Erwartungsvoll schaut der Kapitän dich an. Wie? Was? Wo kommt der hier ein Führer her? Information nutzen, lügen. Der Smoothie mir hat auf dem Flur in der Kerze umgeworfen. Ich wäre fast gestorben und erhört. Information nutzen, die Wahrheit erzählen. Ich habe im Schwindel in Seglerrede aus sehen ein Kind die Tür getroffen. Das hat zu einem Feuer gefühlt. Das Kind hat einen Lampenfall, den ich mit dem gespielt hat. Hajo verraten. Hören Sie zu, ich habe einen dummen Fehler begangen, der zu einem Feuer führte und jetzt wollte mich Ihr Bootsmann erpressen und die Sache zu dem Smooth E-Mail anhängen. Ich glaube, die Wahrheit währt am längsten. Ich würde es mal damit vermuten, was versuchen. Ja, machen wir. War das diese Balk von eure Polizisten nur sind, oder was? Die haben mir richtig auf den Sack. Ich hoffe, dass ihr dem auch eine Schrankenwiesen habt, die alle Funzel. Läuft sie denn doch da mit Lampenspähen? Sie hat mir gedroht, dass ihr Mann mich verhaften wird und ich vom Bord geworfen werde. Ah, der Schall im Mull halten. Der einzige war der alle knasprige Küsten voll Alkohol und aufgeräumte Hafenuhren. Aber verhaftet wird er niemand. Und wer ihr vom Bossman wart, das entscheidet wohl immer noch ich. Hier soll er den Mädel und Muckelige auch nur abbossen. Ich bin zum Glück zu einem persönlichen Ergebnis gekommen. All andere wäre auf der Höhe, Sims. Den Spieß im Treib wie schönem. Den Leute wollen für den ganzen Schaden abkommen. Ich schau erstmal sie noch alle in der Hand kriegen. Dann kriegt ihr allerdings solche Anfälle. Erwartungsvoll schaut der Kapitän dich an. Erwartungsvoll schaut der Kapitän dich an. Die Kabinentür ist abgefackelt, ein Fenster wurde eingeschlagen und überall ist Flüssigkeit, aus dem ist der Flur voller Qualm und Ruß und Blutflecken. Gut. Aber wo ist der Schaden? Da klingt ja eher nach so einer ganz normalen Nacht in irgendeiner düsteren Hamburger Hafenkneipe, wenn du verstanden hast. Piep, Mike. Schick mal einen von ihr Clemens und so weiter unter Deck. Der Schilder mal klar Schiff morgen. Und gern in Ajo. Ah, und Piep, Mike. Ich soll sich auch da immer bei mir melden. Ich muss mal aufklären, was der hier utfriemelt. Der ist aber im Busch. Ist ja der Altheat voll von Blut und Smear. Bei dem fällt er nicht ab. Ist der unzählige Sau. Ich habe, wenn ich ehrlich sein darf, mit einer anderen Reaktion ihrerseits erwartet. Ich bin ehrlich gesagt etwas irritiert. Gut, dass wir bezüglich des Vorfalls dieselben Sprache sprechen. Ob der keine fördert oder nicht, ist mir um mittels egal. Die Mannschaft hier, die steht auch völlig leer im Boden. Ihr schwimmt da halb offen. Früher, da gibt es hier noch redige Kerls. Da wären hier so lüd wie die 5 Meter Tau Louis oder Pinguin Pete. Das wären Männers. Wir sind mal Krähenschwänze hier. Ihr habt wieder früher eine Pfeifen geraucht.
Der Kerl ist der kaputteste Mensch, der jemals in Aufstieg war. Der hat seine Frau in den Trauben gegen Fief mit der Toktau inwisselt. Blut und Knot zu üben. Und bei einer anderen neuen Go dort zu stehen. Und dann hat er beide Frauen erlauben lassen. Bloß der Toktau mit dem Verzeihung. So hätte es echt von allen am besten in seinen Händen lockt. Das war ein harten Kerl. Dem ist mal der ewige Hieß, das Bein von so einem Fee abbeten worden. Hätte sich Pinguin schnappt, totschlagen, entfreit und sich ein Stück von Stumpen knabbelt. Drei Wege ist er damit rumlaufen, wie der wieder in Abstand war. Legende. Der sitzt immer noch in der Kneipe. Bloß so ein Pinguin, den hätte er eben. Und Dankbarkeit und Respekt, so hätte er das mein. Ich sag dir das so, was das ist. Wenn das von mir von war, dann würde ich alle mal anlangen für die Duell. Aber ich bin old. Old und kaputt. Alter, ich packe das nicht mehr. Glücklicherweise bin ich aber tot. Dann ist die Tüte krank für mich. Ich bin eigentlich bloß noch hier, um Kruse Sekt zu steuern. Das ist nämlich, wie Wiedem, der gefährlichste Binnenkopf von all den Flüssen der Gegend. Wenn ich dann nicht mag, dann mag da keiner. Und wenn halt jemand anders mag, dann sterben wir wahrscheinlich alle. Das ist der vornste Kapitän scheitern an der Stelle. Mir hat mein Vater mal damals teilt. Das ist so eine ganz besondere Bewegung, die man am Ruder hinkriegen muss. Das kann ich gar nicht natürlich erklären. Das muss man fühlen. Oder man scheitert. Das ist sowas wie die Leif. Eigentlich kann man sagen, Kruses Eck ist meine Frau. Wie seid ihr bei dir? Es sorgt noch alle mit. Also, verstanden. Es ist jeder zumindest im Hamburger Hafen deren Landschaft. Oder wie sie da tut. Diese Art von der Übereinkunft, das spricht nicht mein Prinzipien. Nein, das ist gut. Aber eins sag ich dir deutlich. Auf dem Schiff wird euch alle durchdrehen. Wenn ihr nicht mehr anstand in der Deckshop wart, ich sehe da kein Problem. Ich schon, für mich ist das ein ausbeuterisches Konzept. Ich hätte auch kein Problem. Okay, sagen wir einfach mal. Fön, wirk mit wir wollen ja mit dem Frieden bleiben. Kopenhagen. Das wäre eine, das sag ich dir. Wie sie dich ankiet. Da stehst du sicher als Hauber erstmal ein paar Minuten nicht mehr ab, wenn du da verstanden da ist. Der Hälfte, dass du alles um dich rum vergisst. Da werden wir selbst eben leid, dass der Kuchen von ihm gesmockt hat wie so ein Makrelenarsch. Und ich sag dir, wie das ist. Eigentlich ist mir mein Mondkuchen heilig. Weil in dem Moment würde ich aber mehr an der Sünde interessiert. Mondkuchen ist was Feines zu Makrelen, kann ich nicht sagen. Was ich eigentlich bloß sagen will, ist, dass ich hier kein Tänzchen aufführen muss. Lohnt um meinen Anker in den Hafen zu schmieden. So. Nur muss wie langsam aufhören. Kruses Eck ist nah. Und ich denke, dass du lieber leben willst als snacken, oder? Ich übe das eine nicht, das andere aus. Das wäre gut, ja. Pimbrick, ich komm gleich drüber. Hör mich vorhin. Dann werde ich jetzt auch mal losgehen. Ich werde mal. Oh je. Alles gut, mir ist bloß Bats, wenn er. Um Gottes Willen. Das ist schlecht. Henriette, will er gehen. Der Lügenfred mit Seel um. Wir müssen dringend Hilfe holen. Das Meer. Oh, Leif. Der Captain jetzt stirbt. Oh Gott. Wie soll man dann in den Hafen kommen? Der Tiefste. Als Befehl. Ich muss dringend. Anderthalb, das hier nicht gut. Das kann aber. Wie Bruxe, Kruses Ecke ist erfüllt. Was sagt er? Ich kann den Untertitel nicht lesen. Verstehen, was er sagt, tue ich auch nicht. Ja, jetzt wird's spannend. Na dann. Freuen wir uns mal aufs Hauptspiel.
falls wir das irgendwann mal spielen. Ja. Der Ebbing. Von den Machern von Totgeschwiegen, Bavarian Tale. Jetzt in Hamburg. Ja, das sind die Leute, die daran schuld sind, die das die Spiel gemacht haben. Wir müssen uns das nicht komplett angucken. Jo. Jetzt hat sich's aufgehängt oder was? Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Durch mich nach oben sollte ich dieses letzte Test gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, Kommentare schreiben, kommentiert, wie es euch gefallen hat. Und ob ihr Teil 1 schon gespielt habt, ob ihr Totgeschwiegen gespielt habt. Ansonsten habt ihr noch einen tollen Tag. Man sieht sich. Bis dann und ciao. Thank you.